Hallo. Mann, ich werde jedes Mal besser. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, denkt, wisst ihr, weil ich so lange weg bin, ich mache ein Faktenvideo über mich, weil dann wisst ihr mehr über mich. Intro! Oh nein, scheiß aufs Intro. Schwer. Und ich habe nur 69 Fakten genommen, einfach weg funny number. Nicht aus. Sali? Und wie geht's dir so? Ich habe hier so eine sexy Liste, wo ich mir so ein bisschen Zeugs überlegt. Fakt Nummer 1, ich muss zum Coiffeur. Hört man die überhaupt? Ich weiß nicht. Sag etwas. Hallo! Fakt 2, ich habe 3 Nippel. Und das stimmt halt echt. Ich habe wirklich 3 Nippel. Hätte gewusst, jede 10. Person hat 3 Nippel. Ich bringe sogar schon beim zweiten Fakt einen extra Fakt. Ey, da könnte mir so dankbar sein, wirklich. Fakt 3. Ich bin komisch. Ich bin so ein Typ, ich denke mir so Gespräche vor. Dann müsste ich das so vorstellen, dass wenn ich mit jemandem, weiss, dass ich mit jemandem gerade rede, dann stelle ich mir so Situationen vor, wie sie reagieren. Und ich bin dann gern aufgeschmissen, wenn sie etwas anderes sagen, als ich denke. Erstes Beispiel wäre, ich vor kurzem gerade im Elektronics. Mikro Elektronics. Das kommt auch noch beim nächsten Fakt, habe ich mir Luft gekauft. Er hat so gesagt, ja, was hat er bestellt? Und ich so, ja. Fakt 4. Ich brauche kein TikTok. Komisch. Gell, ist komisch, es ist verdammt komisch. Fakt 5. Ich habe einen Kaktus, aber dieser meint, das wäre eine Sukkulente. Es ist eine Sukkulente. Oh shit, da ist schon das Ding abgestorben. Oh boy. Das muss so, aber die hat noch Wasser. Fakt 5. Ich bin gleich 18. Ja. Fakt Nummer 6. Nein, 7. Nein, es ist schon eins verschoben. Habe ich die falsche Nummer gesagt? Jo. Egal. Fakt Nummer 7. Ich will nicht in die USA. Weil... Because I'm different. Nein. Keine Ahnung, es ist einfach so, also, boah, ich will in die USA, weil dort ist eine schöne Landschaft und New York und ich will New Yorker Bagel essen. Ich denke mir so, und, ja, weißt du, ich blende dann Bilder einblenden. Okay, gut. Ich habe einen Renault-Autokalender. Du hast den Fakt nicht gesehen. Ah, Fakt 8. Ich habe ein Rennauto. Fakt 9. Ich finde Homophobie und transphobie Leute finde gleich schlimm wie Nazis. Und ich finde mir schon homophob, wenn man so sagt. Ja. Also so heiraten, so zwei Schwule, das ist gegen Gott. Ja, und ich finde so Leute gleich schlimm wie Nazis. Nächster Fakt, ich habe einen PC mit RGB. Ich habe geschrieben, ich klammere fest. Fakt 11. Ich finde Lego cool. Ich habe eine tolle, wunderbare, bezaubernde Freundin. Das hast du den Fakt schon wieder nicht gesehen. Fakt 13. Ich habe jede Ausgabe von Frantic. Frantic ist so ein verbessertes UNO. Du hast so Spezialkarten und Powerkarten und ich habe sogar Pandoras Box. Also ich habe jede Erweiterung, weil ich das fucking Opfer... Fakt 14. Ich habe zwei coole Sackmesser. Ich habe eines das zum Arbeiten, so, das hier. Das hat so einen fancy Schraubenzieher. Dann habe ich noch ein kleines. Hier, so eins. So im Vergleich zu dem. Und das ist so ein kleines Alox-Ding und das hat auch so coole Sachen wie. Gut, weiter. Ich trinke gerne Whisky. Fakt 15. Also, ich stelle mir es einfach fein vor. Ich habe noch nie Whisky getrunken. Das ist schon flott. Ich bin noch nicht 18, ich darf ja noch nicht. Das wäre illegal. Fakt 16, ich bin zu 8% Albaner.
Boah, die glauben wir auch ab. Ich habe mir einen Fidget Spinner... Ah, ich muss den Fakt sagen. Nein, scheißegal, ich sage es. Ich habe mir einen Fidget Spinner an die Wand geschraubt. Ich wäre gerne ein Hippie aus den 70er Jahren. Ich habe so Hosen, die unoffen sind. Beziehungsweise sind halt einfach so Frauenhosen, die unten so weit sind. Und ich finde die Hosen sehr sexistisch, weil die haben Taschen, die man nicht so zumachen kann. Ich habe jetzt hier Hosen, die einen Reissverschluss haben. Und das ist sehr blöd. Und die Taschen sind so klein in diesen Frauenhosen. Und hinten hast du auch so Taschen, aber es sind Fake-Taschen. Und du kannst nie noch etwas drin tun, ohne dass du Angst hast, dass dir etwas rausgeht. Der beste deutsche Rapper, meiner Meinung nach, ist Alligator. Der hat so... Keine Ahnung, er ist musikalisch, aber er ist auch Rapper und er hat immer irgendeine Aussage in seinem Text. Nächster Fakt ist, dass der beste schweizerdeutsche Musiker ist der Knäckebude. Als ob. Ich habe zwar Schallplatten an der Wange, ich weiß nicht, ob die das gesehen habe. Ich habe Schallplatten an der Wange, aber ich habe keine Schallplatten spielen. Nächster Fakt ist, dass ich nicht gerne Kleider kaufe. Ich bestelle eigentlich nur. Ich gehe nicht gerne in Kleiderläden und kaufe Zeug. Ich habe keinen Style oder so. Ich denke, ich kaufe mir etwas und denke mir so... Schon geil und dann kaufe ich es. Aber ich schaue nicht so Outfits so... Ich schaue nicht, dass es stimmt. Oder nicht viel. Ich schminke mich auch nicht schminken oder so. Was hat das mit Kleidern? Ich brauche mehr Nasentüchli als ich Kollegen habe. Dann kommen wir auch zum nächsten Fach. Das hat auch einen Grund, wieso ich so viele Nasentüchli brauche. Nicht, weil ich die ganze Zeit wichse, sondern weil ich ein fucking Krüppel bin. Und sogenannte Polypen habe in meiner Nase. Nasopolypen. Ja, und ich werde gleich nochmal operiert. Weil die Dinger wachsen nachher. Das sind wie Stalaktiten. Titan. Und mir wachsen so Tropfen aus der Nase. Es ist fucking grau. Ich bin Ex-Raucher, aber bin mies hart aufs Nuss kleben geblieben. Aber es geht mir schon viel besser. Also Rauchen ist eindeutig. Du merkst auf jeden Fall mehr den Einfluss als Snus. Im Snus fickst du halt einfach die scheiß Zahnfleisch und das ist auch nicht so geil. Darum macht es lieber nicht. Ich habe noch nie gekifft. Fakt 27, das ist jetzt blöd, weil ich noch Fakt vorgeschoben habe. Fakt 27, 26 ist meine Glückszahl, weil ich habe... Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber das meine ich mit dem komisch und ich muss alles planen, Alter. Fakt 27, meine Lieblingszahl ist 26. Ja. Das ist meine Glückszahl, weil... Er hat den Geburtstag. Eben, ich habe gleich Geburtstag und das ist am 26. Januar. Und die Schweiz hat 26 Kantone. Zufall. Fakt 28. Ich hasse Zürich. Fakt 9. Ich habe in meinem alten Zimmer so kleine Tierchen unter dem Bett gehabt. Ich weiß nicht, was das war, aber das waren so weisse, ganz kleine Tierchen. Die sind so auf einem Haufen gelegen und es war gruselig. Und ich musste kotzen. Fakt 30. Ich glaube nicht an Gott, sondern an Chuck Norris. Aber ich muss sagen, das KW war immer geil. Das ist der nächste Fakt. Ich bin gerne ins KW, weil wir hatten giga geile Pfarrer gehabt, wirklich. Aber da bei uns, so wie bei vielen anderen Gemeinden, die Kirche so altmodisch ist, haben sie den Jungen... Das war wirklich so ein Typ, der die Kirche wollte modernisieren. Und er hat in der Band gespielt und er war giga entspannt. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt, hat den gemacht. Und er... Was haben wir für einen Pfarrer jetzt bei unserer Gemeinde? Einer, der aus der alten Gemeinde rausgewaltkickt wurde, weil er ein homophober Bass. So ein Typ, der halt sagt, ja, Schwule sollten nicht dürfen heiraten und... Einfach so ein Typ. Das ist mehr eine Story vom Domi. Wir waren auf einem Schuttplatz gesehen. Irgendwie im Spiel machen, weiss auch nicht, irgendetwas mit Gott. Und dann sind wir so zurückgelaufen zu unserem Haus und der Domi ist dort so der Hang runter. So eine Stege mit langen Dritten gesehen. Hasse ich übrigens. Und er ist auf ein Bienennest gestanden. Und er hat das halt nicht gemerkt, bis hinter ihm jemand ist gesäckelt, gell. Ich habe so eine Pylone runtergedreht, hatte ich so auf dem Kopf gehabt, so tüt, tüt, tüt. Dann denken wir so zwei Mädchen neben mir rechts durchsäckeln und schreien. Dann denken wir so, Digga, hä? Was läuft? Und dann in dem Moment sticht mich so ein Bienenli im Ecken. Die einzige mit der Bienenstichallergie.
ist am meisten gestochen worden. Die hat irgendwie 14 Mal gestochen und die Ambulanz musste kommen. Fakt 33, ich habe meinen Merch noch nicht gemacht, wo ich vor 3 Monaten angekündigt habe. Nicht noch mehr. Nächster Fakt. Ich bin auch echt inkonsequent mit meinem Kanal. Die Inaktivität zieht sich seit ich Videos produziere auf diesem Kanal einfach durch. Jetzt habe ich den nächsten Fakt schon gesagt, ich mache seit über 7 Jahren Videos. Ja. Mein erstes Video ist am Ende 2015 rausgekommen und es sieht etwa so aus. Oder warte, ich mache so. Hallo und willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Und auf YouTube. Ich hatte vorher noch nie einen Kanal. Was ich auch manchmal mache, ist mit meinem Young Huhn Video flexen. So ein Klassiker ist, wenn mich irgendwie jemand fragt, yo, was ist dein Hobby? Dann sage ich so, yo, ich mache Videos. Und dann sagen sie so, ah, okay. Dann sage ich, ich habe ein Video mit 1 Million Aufrufen. Dann sagen sie, boah, Erik, ich will die Schwanz. Aber die Leute sind dann auch so, oh, was? Du hast das Video mit 1 Million Aufrufen. Boah, du bist voll krass. Ich will dich küssen. Oh, Typen. Ich habe 2 Hunde. Einer ist Gute Mine, das Mimi, und Dilvi. Und die soll jetzt einfach essen gehen, weil sie Chinesin ist. Ich bin Chinesin, asiatisch, afrikanisch, alles das Gleiche. Ich finde gute Menschen giga unsympathisch. So Leute, die so auf Krampf so überall politisch korrekt sein wollen. Sie jedem will recht machen und sich nicht so verkrampft ausdrücken. So etwa, wie sie so einen fetten Pfau im Arsch. Fakt 39, ich hasse den Bichsel. Fakt 40, ich habe blaue Augen und blondes Haar. Also ich bin eigentlich Schwede. Ich habe eine Pollenallergie, aber nur gegen den Sommer. Und das ist halt nicht so geil, nur mit den Polypen zusammen. Und ich werde gegen recht gefickt im gegen den Sommer. Ich habe mir 2-mal den Arm gebrochen, tatsächlich. Einmal in meinem alten Kindergarten. Nein, beides Mal im alten Kindergarten. Das erste Mal bin ich vom Rittigampfi gefallen. Oder wie heisst das? Wippi? Wippi? Keine Ahnung. Ich habe kein Schweizerdeutsch. Und es sind halt 2 Kollegen auf der anderen Seite gehockt und mir haben so in die Luft gegeitet. Ich bin so hart aufgefallen und es hat mich gewundert, wieso das nicht wehtun hat. Wenn ich so mit der Kindergartenbetreuerin bin ich so reingegangen und dann nimmt sie so den langen Ärmel weg von meinem Arm und mein Arm war literally so gewesen. Wirklich gebogen gewesen einfach. Dann bin ich auf einmal operiert worden und dann habe ich nach 3 Wochen habe ich eine Schiene bekommen und die Kindergartenlehrerin dann so gut auf mich aufgepasst hat und ich sowieso ein Gigabrain war im Kindergarten, habe ich das Gefühl gehabt, boah, ey, ich kann ja jetzt mit der Schiene kann ich ja wieder auf den Stuhl rumlaufen. Was passiert? Ich verliere das Gleichgewicht und gehe nochmal auf den gleichen Arm und er ist wieder gebrochen. Und dann bin ich ja gezügelt hierher. Also wir wohnen schon seit 12 Jahren hier und der Isa ist ja auch in diesem Kindergarten gewesen. Es war gerade Fototag. Wir haben zuerst Klassenfoto zusammen gemacht. Dort war noch alles easy. Dort hat er richtig mit Pain versucht, das Lachen aufs Foto zu bringen. Er hat seinen Arm so versteckt unter seinem Jäckchen. Und nachdem waren die einzelnen Fotoshootings. Und dort hat er angefangen zu rennen, weil er mit seinem gebrochenen Arm einen Fisch haben musste. Und er hat angefangen zu rennen. Einfach so. Ja, einfach so, Alter. Ich bin neu in den Kindergarten gekommen und habe mal den fucking Arm gebrochen mit einem fetten Gips so am Arm. Ich habe mir den Zeh auch einmal gebrochen. Und das ist fast noch dümmer. Das war, glaube ich, 5. Klasse gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin cool. Wir haben draußen im Gang haben so ein Bänkchen gehabt und oben so eine Ablage für die Schuhrucksäcke und so. Das hätte ich sicher auch gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, ey, ich bin hure cool, wenn ich meinen Velohelm, der am Hochgang ist, einfach mit dem Fuß wegkicke. In einem Uranlauf. Ich kicke hoch und komme aber um ein Bänkchen an. Und dann merke ich auf einmal, ah nein, es tut nicht so weh, aber es tut schon weh. Und schlussendlich war er angebrochen. Er ist auf einmal, die ersten 5 Minuten ist auf einmal doppelt so gross geworden. Der Zeh und verdammt blau. Also ich musste so eine Schiene anlegen. Und ich war meist ein Krüppel. Nächster Fakt, ich habe einen fetten Schwanz. Nächster Fakt, ich habe wahrscheinlich mehr Männer geküsst als der Durchschnitt der Frauen, die das Video gesehen haben. Nächster Fakt. Ich fahre eine Vespa P125 mit schmackigen, was ist, glaube ich, 6,5 PS. Und die hat Jahrgang 80. Und ist somit älter als meine Mutter. Ja. Ich muss aufs WC.
Film einfach weiter. Okay, mach also, weiter. So. Tschüss. Boah, endlich. Ich habe eine Stickerwang, wo ich jeden Sticker in die Wand klebe, den ich bekomme. Ja, ich bin voll gut. Ich habe vor der Schulzeit für einen Club hier in der Umgebung, zu Sau wählen in meinen, die hier in der Umgebung wohnen. Für den habe ich Flyer verteilt, tatsächlich. Weil meine Mom hat die Schilder dort drin gezeichnet, also wo Notausgang steht und wo Männer- und Frauen-WC steht, die Schilder hat minimal gemacht, das sind aus Metall und die sind dann angeschrieben. Also, nächster Fakt. Ich habe noch nie ein Nude bekommen oder geschickt. Ich habe noch nie irgendwie so gefragt, ey, send Dunes. Nächster Fakt. Ich habe keinen vernünftigen Vorhang. Also, mein Vorhang ist so ein Stock mit einer alten Decke. Und der Stock liegt auf zwei Schrauben. Ich habe einen Beamer. Aber ich habe Tommy immer noch nicht beauftragt, zum Bretter machen. Beziehungsweise ich komme fast gar nicht dazu. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich ihn gerade brauchen würde. Und ich weiß nicht, ob es so eine schlaue Investition ist. Aber ich habe einen Beamer. Dieser ist wieder da. Ich habe S6 als meine Daily Driver. Ich habe keinen einzigen Nike und für den Ausgang habe ich nur Vans. Und S6 ist halt einfach gigabequem. So. Darum verstehe ich nicht, weil Leute mit ihren 280 TN mit ihren 280 Stutz TNs rumlaufen und rennen, dass es ihnen weh tut in den Füßen. Aber TNs sind nicht unbequem. Nein. Nee. Aber sie sind hässlich. No front. Der Michi und der Domi immer so, wow, voll krass. TNs. Die sehen aus wie. Die sehen aus wie eine Raketenantrieb, Alter. Das weiss ich. Ich habe hier auf meinem Computer, auch schon auf dem Auto, habe ich immer noch mein Stofftier, das ich bekommen habe, das ich auf die Welt bekomme. Und er hat auch so ein abgefucktes Fähli, weil ich das Gefühl hatte, ich muss ihn rasieren mit einem Akkuklipser. Ich habe Spider. Ich bin giga durch. Ich bin so die Stege runter, weil ich war noch im Keller. Aber du hast noch nie gekifft. Ich bin nüchtern gesehen und ich bin die Stege runter. Aber mir war es schwummrig, aber ich weiß nicht wieso. Ich bin so runter. Aber ich hatte Trainerhose an, die keinen Reissverschluss hatte. Und das ist eigentlich nicht mein Way to go. Aber genau dann geht das Handy raus. Und dann geht mir so das Handy aus der Tasche und wirklich screen-fronted voll auf die Stege. Egal, machen wir weiter. Nächster Fakt ist, ich habe gleich meine Autoprüfung. Ja, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Ich lammere weg Haram. Jetzt kommen wir zum Fakt, dass ich so reich bin, dass ich mir einfach Luft gekauft habe. Das ist so Luft für zum Staub wegblasen, weil ich bin im Zimmer und ich werde meinen PC jetzt clean halten. Der andere ist mies misshandelt worden und das ist ja mein neuer jetzt. Und ja! Meine Freundin hat mir einen Gurt müssen geben, weil ich keinen Gurt mehr hatte. Er ist pretty, man sieht nicht, dass er eigentlich für eine Frau wäre. Ja, so also gut, meine Hosen an, die Gurt brauchen, darum habe ich echt gar keinen Gurt mehr. Als ich das Baby gesehen habe, oder so einen kleinen Hosenschein so. Bin ich meine ersten Schritte gegangen. Es sind keine drei Schritte gegangen, dass ich näher gestogelt bin. Und voll mit dem Kopf in eine Heizung rein bin. Meine Eltern haben mich ausgelacht und nicht ins Spital gebracht. Seitdem habe ich eine Narbe da stehen. Aber es geht, ich bin nicht dumm. Mal, ich bin schon ein bisschen dumm. Ich starre in der Öffentlichkeit ich so Leute an und merke es nicht, dass sie mich sehen können. Ich schaue ihnen so, ich schaue ihnen auch in die Augen. Die Leute haben nicht Angst, aber ich schaue einfach jemanden. Nächster Fakt ist, ich liebe Techno und Goa. So. Du hättest einen Fakt so schreiben, dass du gerne Beatboxst. Ah ja, ich tue auch gerne Beatboxen. Egal, wir nennen das einfach als Zwischenfakt. Das ist meine Lip Roll. Ich habe keine Lip Roll, das ist eben das Lustige. Beziehungsweise, ich tue einfach Beatboxen, wenn ich so allein bin. Bro, wenn es nicht da ist. Dann laufe ich einfach um und mache. Aha! Okay, weiter. Ich heiße mit vollem Namen Erickson Carlson Clemens Lawrence, aber mit C. Von Gok. Nein, ich bin bekannt und er steht in meinem Wikipedia-Eintrag, dass ich Erickson Carlson Clemens Lawrence von Gok heiße. Nächster Fakt, ich bin scheiße. Nächster Fakt, ich habe nicht Therapeut, ist übertrieben, aber ich bin schon ein paar Mal zum Therapeut. Deep! Deep!
Nächster Fakt ist, ich beleidige gerne meine Mitmenschen. Und frage mich manchmal, wieso dass die meisten das noch mitmachen. Ich renne viel. Ist halb so schlimm. Er hat sich nur geritzt wegen mir. Das macht mir keine Witze. Ja. Da überschneidet man einfach eine Gürtellinie. Der drittletzte Fakt ist, dass ich ein Nerd bin. Ich bin halt einfach wirklich, so wie mein Look, ein Nerd. Nächster Fakt, ich verstecke meine Kamera-Zecke so gut wie meine Kabel hinter meinem Computer. Wie heißt das? Und ich popple gern. Also ich popple viel und merke es nicht. Popple gern? Also ich, ja, ich mal. Das kommt auch von den Polypen. Dass ich so. Dass sie ausreden, ja, etwa die dreifache Popelbildung wie der Durchschnitt, Alter. Da fucking. Avimis, das ist fucking Cortison-Nasenspray und das sorgt dafür, dass alles das, was sich sammelt, fest wird. Und wenn ich schnitze morgen, dann kommt mir. Das ist grusig. Aber ich. Das war der letzte Fakt. Du weißt, dass es auch eine Erinnerung bleibt, dass ich meine Finger in die Nase stecke. Also, das war es und es hat mich gefreut, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und den Kollegen schicken, das wäre noch so nice. Jetzt kommt das Outro, weißt du? Jetzt kommt so ein Bild, jetzt kommt so ein Hintergrundbild. Dann kommt so ein Video. Dann kommt so hier auch noch ein Video. Und dann hier auf dem Kopf können Sie abonnieren. Hier können Sie abonnieren. Abonniert! Tschüss!